Willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir fangen einfach direkt an, ohne großartig da was zu sagen. Und Safeguard nennen wir Remske und go. Ubisoft präsentiert. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Okay. Wir müssen nach oben. Ui. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Ja, das übernehmen wir von mir aus gerne. So. Dann gucken wir mal. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie rechte Maustaste und bewegen Sie Maus, um zu zielen. Drücken Sie dann auf linke Maustaste zum Schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Setzt jeden Zoll Segel! Gegner feuern! Feuer! Schiff verfolgt uns, Sir! Kutscher! Verdammte! Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Feuer! Erstmal ein bisschen unter der Wasserlinie. Warten auf dein Zeichen, Captain! Super Treffer. Okay, weitermachen. Drehbasse abfeuern. Ist die Drehbasse nicht hier hinten? Ah ja. Oh, da kommt ein großes. Ich kenne jetzt die ganzen Schiffsbezeichnungen nicht. Was ist das denn jetzt für eins? Aber das sieht gut getroffen aus. Wie kann das sein? Gebt den Befehl, Sir! Gebt ihnen alles, was Sturm? Hat der Sturm das angeschossen? Angeschossen, genau. Beschädigt? Gut. Da gehen sie unter. Oh, wir haben Frontkanonen. Cool. Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei! Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Ich hoffe, das hast du getan, mein Freund. Okay, ab zum Ufer. Oh. Sieht ganz schön übel aus. Aber immerhin leben wir noch. Nicht so wie die meisten anderen. Und wir haben einen Assassin gesehen.
War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! Ja, Schießpulver und Wasser, das verträgt sich nicht. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Oh mein Gott, was war das denn? Aber es ist auf jeden Fall eine belebte Insel. Es war vielleicht mal eine belebte Insel, das wissen wir nicht, aber... Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Mal gucken. Wo wir hier gleich landen, wenn wir hier langlaufen. Nice. Gutes Movement, wir kommen gut voran. Ich habe den Kerl aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Ja? Achso, da kommst du nicht lang, okay. Ach, du kommst da so hoch, okay. Das ist ein Aussichtspunkt, oder? Was ist hier oben denn? Da oben auch irgendwas? Ah, da oben ist auch ein Aussichtspunkt, okay. Ach, das sind Orte, wo wir runterspringen können wahrscheinlich. Aber das ist so ein Aussichtspunkt, ja. Er ist fallen lassen, wunderbar. Und in die Palmenblätter. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Ich denke mal weiter weg von dir und ich höre einen Schatz. Okay. Aber das wollte ich nicht. Ich habe Frame Drops leichte. Müsste ich gleich mal gucken. Und wir haben Geld gefunden und Perlenohrringe. Okay, wir gehen erstmal hier durch das Gebiet durch und dann sehen wir weiter, ob ich das gefixt krieg. Sollte ja eigentlich flüssig laufen. Und wir erbeuten hier eine Goldkette. Nice. Wir können hier lang. Perfekt. Ich weiß nicht, wollen wir alle Sachen mitnehmen hier an Schätzen? Ich glaube nicht, dass das nötig tut. Aber... Knochen, nice. Beim Häuten hätte ich jetzt erwartet, dass wir irgendwie Haut, Leder oder sonst was bekommen, aber Knochen. Oh, ein Smaragd. Eine Zinnschale, nice. Aha, Schatzkarte. Wir könnten uns zusammentun. Oh, das Geräusch, was wir kennen. Hier hängt sogar noch Wäsche. Das wirkt eigentlich... Das ist noch relativ frisch, wenn da unten es noch dampft. Dass hier welche waren. Na, willst du nochmal aufstehen, wollte ich gerade sagen. Losfliegen und jetzt Geräusche machen. Ja, mal sehen, wie wir es handhaben. Auch das gesamte Projekt später. Kommt ja auch noch der Faktor. Die Schiffsfahrten und so. Ich muss mal sehen. Ob ich Sachen rausschneide oder nicht. Bleib mir vom Leib! Au.
Okay, wir töten ihn, aber... Das ist die Insel, auf der wir sind, würde ich sagen, oder? Gut, dann verfolgen wir ihn jetzt. Ohne uns in der Umgebung noch umzusehen. Ja, kriegen wir ihn eingeholt. Ja, Entfernung zum Ziel verringern? Ja, bin doch schon dabei. Okay, E ist kontern. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Erstens, warum wirfst du die versteckte Klinge weg? Zweitens, warum ist der Brief nicht nass geworden? Drittens, der arme Kerl. Oh, ein Schuss. Oh, ein kleines britisches Schiff. Sollte ausreichen. Wenn wir hier nicht weiter gehen. Okay, und runter hier. Ah, der Arme. Anpush-Zonen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpush-Zonen benutzt werden. Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich Ihre Ziele heimlich zu nähern. Ich bin Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Das wollte ich nicht. Ach. Ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Bleibt hier! Stoppt sie! Wenn ihr einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Ne, die kann ich nicht anlocken. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Jetzt komm her. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Was ihr wollt. Komm her. Ja, komm. Ich bin nicht so gut im Pfeifen. Aber es reicht für ihn. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh mein. Echt jetzt? Das hat geklappt? Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Ach, wir können sie auch durchsuchen, okay. Ach, egal. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Okay, den haben wir.
Ja, easy. Oh Gott. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ja. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Oh. Das ist der Schatz. Wunderbar. Und? So gefällt mir das. Schatzkarten. Finden Sie Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie dort graben, können Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff aufzurüsten. Benutzen Sie Mausrad oder drücken Sie 9, um Karten auszuwählen, und drücken Sie F, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen Sie zum richtigen Ort und das Bild hilft Ihnen, dort die richtige Stelle zu finden. Dieses Feature ist auch auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Das ist diese Insel hier, oder? Naja, nee, es ist eine andere. Ja, ist eine andere. Okay. Oh, ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Oder wenn, kommen wir uns ein anderes Mal vielleicht nochmal darum. Aber jetzt erstmal darüber. Und seine Leute sitzen da einfach ganz ruhig und haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie einfach abzuhauen. Aber hey, endlich können wir schwimmen, nicht so wie mit Altair. Öffnen und trimmen! Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja, warum eigentlich nicht? Bereit machen für Aufstand! Ah, okay. Spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Ah, das Segeln. Ich hab's geliebt in Black Flag. Ach. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Aber wie konnte man sich hierhin verirren? Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über den Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum und solche Dinge. Oh, Rum. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Na, kommen wir hier so easy durch? Greift die Top- und Rahmsegel! Großsegel setzen! Perfekt. Ach, das... Ah... Das macht so viel Spaß zu segeln in dem Spiel. Ich freue mich schon. Ich glaube, den Großteil der Segelaktion werde ich einfach drin lassen. Wow. Ach ja, wie schön das ist.
Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Und da vergesse ich, dass das... Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Ist das Liberation? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ganz vergessen, dass das eigentlich ein... Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Und wir sind... Kaffee? Nein. Also was ich sagen will... Ach, ich sag's, wenn wir gleich mal wieder etwas Ruhe haben. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon? Tout est prêt. Magnifique. Merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Hier kann ich kurz reden. Wunderbar. Was ich sagen wollte, ich habe schon komplett vergessen, dass wir in einem Animus sitzen. Ich habe ganz Zeit gedacht, oh ja, Karibik, schön. Und dann, ach ja, als wir da rausgeholt wurden, wir sind ja nur in einem Gerät, um die Erinnerungen wieder zu erleben. Habe ich ja ganz vergessen. Oh. Aber Angestelltenausweis. Abstergo Entertainment Angestelltenausweis. Der Ausweis, der Ihnen hoffentlich viel Erfolg bei Abstergo Entertainment bringen wird. Und das war's. Otto. Welcome to the team. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen kühnen Schritt in Richtung der besten Jahre Ihrer Karriere gemacht. Abstergo Entertainment bietet neue Perspektiven und eine einzigartige Arbeitsweise. Das stimmt. Bei so vielen Entwicklungsmöglichkeiten ist es anfangs vielleicht etwas überwältigend. Aber wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, sich einzuleben und an die Arbeit zu gehen. Die Arbeit, Ihre Träume wahr werden zu lassen. Eine neue Art der Unterhaltung. Inspiration kommt oft zu unerwarteten Zeiten und an den ungewöhnlichsten Orten. Wir haben als Entertainment-Abteilung des Technologiekonzerns Abstergo Industries begonnen, wo die Forschung der genetischen Erinnerung, dazu später mehr, zu packenden und spannenden Überraschungen führte. Bei unseren medienübergreifenden Angebotsplatten von Spielen und Büchern bis hin zu Filmen und Comics sind wir inzwischen mehr als nur eine Entertainment-Firma. Wir sehen uns selbst gerne als Geschichtsunternehmen auf wissenschaftlicher Basis, was das... Wenn das keine guten Gene sind.
Ah ja, okay. Okay, es ist Zeit für Innovation. 1937, Abstergo Industries wird mit dem ehrgeizigen Ziel gegründet, der Menschheit die besten Ergebnisse des wissenschaftlichen Fortschritts auf breiter Basis und auf einfacher und verantwortungsvolle Weise zugänglich. Alter, das ist viel. Okay, wisst ihr was? Machen wir es so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne den Bericht hier durchlesen und ein bisschen was über Abstergo lernen. Oder soll ich das hier... Ich kann mal kurz runterscrollen. Nee, das könnt ihr... Also ich will es nicht überspringen, falls jemand wirklich die gesamte Lore wissen, lesen möchte. Aber ich werde das nicht vorlesen, dann sitzen wir hier zu lange. Deswegen werde ich das jetzt hier so ganz langsam durchlaufen lassen, dass jeder es sich durchlesen kann. Und das ist nur der Angestelltenausweis zur Info, was wir hier gerade uns angucken. So, warte, ach so. Also. Dann haben wir das jetzt auch fertig und dann können wir jetzt ja mit der Dame weitergehen. Und ich habe sagen können immerhin, was ich sagen wollte. Dann können wir das Teil hier auch wieder runter machen. Ist aber auch ein sehr interessantes Gebäude, sehr futuristisch. Gefällt mir irgendwie. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Nee. Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Okay. Mein Gott, hast du da viele Nachrichten drauf. 20%. Okay. Also, ich möchte nicht nach oben. Ich denke, wieso bleiben wir nicht hier? Ist doch schön. Was meinen Sie? Ja? Das sieht irgendwie rot aus und... Ah, das ist eine andere Haarfarbe da, oder? Ja gut, die sagt nichts. Ich habe ja gehofft, dass sie vielleicht ein bisschen was sagt, wenn wir warten. Aber nein... Bereit? Dann los. Oh, Fischis. Fischis. Oh, Gott, sind die süß. Oh. Achso, ja. Ah, unser Boss, Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Hatham, Connor... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Ganz kurz den Hashtag damit nehmen. Hashtag, ja doch. Alter, das war Quinch gerade. Also... Da unsere Werkzeuge genetische Ausdrücke unserer mentalen und kulturellen Aktivitäten sind und wir Ausdrücke ihrer mentalen und kulturellen Aktivitäten, muss daraus zwangsläufig folgen, dass diese Welt, wie sie jetzt ist und jemals sein wird, ein Ausdruck des ersten Willen ist. Ein Ausdruck ihrer Anstrengung und da nicht uns gehört, sondern ihnen. Die Drähte und die Kabel, die Datennetze, die jetzt kreuz und quer über den Globus verlaufen, gehören ihr. Wir müssen für Ihrem Körper und zu Ihrem Verstand werden. Okay. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles, wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Wir können uns hier überall umgucken. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir, Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material.
Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Danke sehr. Vielen Dank. Oh, nein. Eine Figur, okay. Haftnotiz 2. Sei es, dass das Leben sowohl heilig als auch profan ist, unbezahlbar und wertlos, flüchtig und ewig, wir fügen uns, sei es, dass das Leben aus der Ursuppe so einfach erschaffen werden kann wie aus einer stinkenden Petrischale, wir fügen uns, sei es, dass die, die vor uns kamen, uns das Leben schenken und bereit sind, es uns wieder zu nehmen, sollten wir uns ihrem ursprünglichen Plan widersetzen, wir fügen uns. Okay. Gucken wir uns einen kleinen bisschen um. Ah, das Büro des CEOs. Dann können Sie einfach so weitermachen, weil Sie da im Büro gerne kommen. Alle sind glücklich. Sie wollen wirklich, dass wir das sehen? Das ist die Sache. Also, was wir eigentlich wollen, dass sich hier jeder sehr wohl. Okay, die wiederholen sich, aber er sagt, dass sich hier alle wohlfühlen sollen. Was sie sagt, verstehe ich leider nicht. Das ist wirklich, aber ehrlich gesagt. Da ist noch so ein Büro. Das ist ein schönes Büro. Wait! Bist du einer von denen? Also wir haben da Edward? Die anderen drei kenne ich und da haben wir den, den wir gerade kennengelernt haben. Hat er einen Zauberstab in der Hand oder was? Oh. Ist das Ezio? Da, auf dem Pferd. Wir gucken uns einfach ein bisschen um. Das ist Connor. Das erkenne ich an der Axt. Ja, den dritten Teil werden wir auch noch spielen. Ich habe vielleicht nicht die richtige Reihenfolge der Spiele. Ich spiele sie nach emotionalem Interesse, wollte ich gerade sagen. Oder an emotionalem Interesse, wie man... Hab ich mich gerade wiederholt? Wow. Assassin's Creed. Liberation. Wunderbar. Ich spiele sie auf jeden Fall in einer anderen Reihenfolge, aber wir werden auf jeden Fall noch einige Teile spielen. Oh, ich mag das Büro. Dass wir hier uns so frei umschauen dürfen. Ey, ist es wirklich schön eingerichtet? Ist es wirklich schön gemacht hier? Wollen wir rennen? Wir können rennen. Edward. Aber gut, wir haben ja schon ein paar Namen gehört. Hazem. Connor. Wir gucken uns erstmal hier um. Den Typen aus der IT? Ja, glaube schon. Er ist total arrogant. Hast du es mal aus und wieder eingeschaltet? Er sagt ja nicht mal ein Problem. Genau. Das Problem ist, es hilft häufig. Was ist denn los? Geräte wirklich ein- und auszuschalten und nicht nur Neustart, sondern wirklich. Nee. Ich meine Neustarten, nicht aus an, sondern wirklich den Neustart-Button, weil dann wird der gesamte Catch geleert und nicht nur das Gerät geneustartet, aber ja, das hilft häufig bei vielen Problemen. Gucken wir uns weiter um. Ich will die erste Folge auf jeden Fall nicht in den Animus nochmal abtauchen, wir wollen uns jetzt nur hier umgucken und die Leute belauschen. Komische Art, ein Vorstellungsgespräch zu beschreiben. Gott, ich wünschte, ich würde Piraten erforschen, nicht diesen präromantischen Dichter. Präromantischen Dichtermist? Ah, hier waren wir auch noch nicht drin, glaube ich, oder? Ich kann mich an die Zeit noch nicht erinnern. Gut, wir haben hier zwei Zettel noch, die wir scannen können.
Oh, Pizza. Asiatisch. Oh, schon geiles Büro, aber das habe ich schon mal gesagt. Nehmen wir jetzt den hier erstmal mit. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Welt zu einem unanständigen Ort, deren wahren Zweck während der industriellen Revolution in Vergessenheit gerät. Hier waren es industrielle Maschinen, die wir in solchen großen Zahlen entfesselten, ohne ihre eigenen Motive, Zwecke und Zwecke zu verstehen, solange diese aktiv blieben. Sieht ein bisschen aus wie, war das das Nerf Gear? Das ist Liberation und jetzt nicht mehr. Konferenzraum. Da ist ein Sticker, da kommen wir später rein. So, der letzte war hier hinten irgendwo. Oh, wir können hier hinten noch lang. Ja, gut. Keine Ahnung, was das ist. Weitere Büros einfach nur. So, der letzte Zettel, den wir lesen können, ist da. Okay, hier sind doch noch zwei. Okay, dann nehmen wir jetzt den hier erstmal. Nehmen Sie gesättigte Fette und Maissirup mit hohem Fructoseanteil, die uns vergiften und Soja, das bekanntlich Männer in Frauen verwandelt. Nehmen Sie Computer, die so schnell zählen, dass wir weder mithalten können, noch sollten, da wir eine unvollkommene Rasse mit ekelerregenden Knochen und Gewebehüllen sind. Unvollkommen innen wie außen. Wir brauchen Meister, um zu überleben. Wir müssen unsere Meister anerkennen. What the hell ist denn hier los? Was sind das für Texte teilweise? Ich mag meine eklige äußere Hülle. Oh, die Haare sind... Haben die so einen leichten lila Stich? Keine Ahnung. Und... Weiter das ja. Nehmen wir das Kino, das uns wie ein kluger Mann eins sagt, ihr 24 Mal pro Sekunde Lügen auftischt. Nehmen Sie das Kino, das uns wie ein kluger Mann eins sagt, ihr 24 Mal pro Sekunde Lügen auftischt. Nehmen Sie den Phonographen, der Geräusche aufzeichnet, die in Ihrem Wesen vergänglich sein sollten. Nehmen Sie das Fernsehen, das ganz offensichtlich dumm ist. Nehmen Sie Videospiele, die insgeheim dumm sind und Sie alle wissen, dass sie wünschten, es gäbe mehr Pornografie. Wir wissen, dass es so ist. I don't know what I think about it. But maybe, I don't know. Was ist das? Ist das eine Stadtmap? Das ist eine alte Stadt, oder? Hafen, Stadtmauer, Festung. Ist das Assassin's Creed 1? Nee, das ist... Ist das... Ist das eine von unserer? Keine Ahnung. So. Und in der nächsten Folge werden wir das erste Mal unseren Animus betreten, der uns gehört, an unserem kleinen privaten Arbeitsplatz. Also bis dahin, euer Remske. Haut rein. Kleine Ergänzung. Wir haben Nachrichten. Und diese Nachrichten werden wir uns jetzt einmal kurz noch durchlesen zum Ende der Folge. Ich weiß nicht, Binwar? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Willkommen! Ihr Kommunikator ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. Hier bei Abstergo Entertainment tragen Sie ihn bitte immer bei sich. Sollten Sie Ihren Kommunikator verlieren, melden Sie sich beim Empfang. Sie erhalten einen neuen gegen eine Gebühr von $100, die von Ihrem nächsten Gehalt abgezogen wird. Finde ich tatsächlich fair? Bitte halten Sie sich an unsere Vertraulichkeitsvereinbarung NDA. Unsere Arbeit hier ist aufregend, aber auch streng geheim. Ein Bruch dieser Vereinbarung wird nicht toleriert. Wir wünschen Ihnen eine großartige Woche. Security Team, Sicherheitsstufe. Willkommen bei Abstergo Entertainment. Ihre derzeitige Sicherheitsstufe ist 0. Zutritt zum Arbeitsplatz und zum Atrium. Melanie LeMay. Willkommen im Team.
Guten Morgen, schön, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Wir sehen uns ja heute noch, dann erkläre ich Ihnen alles. Aber falls Fragen gibt, ich bin immer hier. Und damit sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Remske, haut rein.